klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Wach sein gegen den Weltschlaf. Was bedeutet das? Das ist jegliche Art von Menschlichkeit, Fleischlichkeit, Sündhaftigkeit bringt mich vollautomatisch in den Zustand einer Verschlafenheit, eines Schlafes, wo ich nicht die Realität erkennen kann von dem, was Wachsein bedeutet. Und diesen Zustand zu vermeiden, gilt es immer und immer wieder: Gefahr nicht erkannt, Gefahr wird nicht gebannt. Die Gefahr bleibt. Ich habe etwas zu tun, ich habe mich damit zu beschäftigen und ich habe darauf geistgemäß zu reagieren. Und die Möglichkeit besteht. Wenn sie nicht bestünde, dann wären diese Bibelverse, die ich jetzt im Einzelnen auch vortrage, sie wären eigentlich unnötig. Sie bräuchten nicht in der Bibel zu stehen, weil ich kann ja sowieso nichts machen. Es geschieht, es kommt so mal über mich. Ich werde so mal so schlafen, vollautomatisch. Ich kann nichts dagegen tun, will auch nichts dagegen tun, weil ich mein Fleisch, meine Sündenbefangenheit, meinen Weltbezug derart Liebe. Ich schlafe gerne. Und da ist das Problem. Da ist das Problem meines Menschseins, das nicht gelöst wird von mir selber, das gelöst wird von einer Antriebskraft des Heiligen Geistes, die überwältigend ist, die vorhanden ist für diejenigen, die sich danach sehnen. Bei einem Zurückbleiben wird für diejenigen, die das nun erfahren, sie sind zurückgeblieben, da wird die Schuldfrage eindeutig vor Augen liegen. Ja, ich bin dann selber schuld. Ich brauche keinen anderen zu beschuldigen. Es hilft mir erstens nichts und zweitens ist es nicht die Realität, weil die Zurückgebliebenen sind durch das Zurückbleiben, sie sind wach. Sie sind wach geworden, denen steht die Realität der Wahrheit vom Gotteswort so deutlich vor Augen wie noch nie zuvor. Wir haben es erfahren. Wir sind Zeugen dessen, dass das Wort Gottes eingetroffen ist in unserem Leben. Ja, nun stehen wir da mit dem Beweis vor untrüglich. Die anderen, die Treuen, sie sind weg. Wir sind zurückgeblieben, aber aus welchem Grund? Und diesen Grund und diese Ursache, die finde ich wieder betont in Gottes Wort mit dem Ausdruck von schlafend. Ihr seid schlafend. Gut, man könnte nun sagen, oh, die klugen Jungfrauen sind ja auch am Schlafen, also ist ein Schlaf eine Sache, die genehmigt werden würde. Aber halt, es gilt darum, eine Gefahr zu erkennen und ihr zu begegnen, dass eine Schläfrigkeit, die mich überfallen kann, auch die klugen jungen Frauen hat es überfallen, aber dass ich diese Schläfrigkeit nicht wirklich liebe und nicht wirklich pflege als das, was mir zusteht, als das, was ich unbedingt haben muss, sondern dass ich in den Wache Modus hineinkomme, so wie es die Bibel dann anbefiehlt. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Ja, bitte, wem sagt die Bibel diese Verse? Das ist ja eine Ansprache für Leute, die irgendwo tot sind. Na, das können ja keine Christen sein. Das müssen ja total sündenverliebte, gottlose Menschen sein, die hier von der Bibel angesprochen werden. Steh doch auf von dem Tode, von dem Todesschlaf. Nein, nein, die Wahrheit ist, das sagt sie hier, die Bibel, zu den Ephesern. Und die Epheser waren eine Urgemeinde. Das waren ganz hervorragende Leute, die haben etwas erlebt mit ihrem Gott. Und zu denen kam der Sendschreiben in der Offenbarung, auch zu Ephesus. Und denen gilt die ganze Liebe Gottes und sie müssen ermahnt werden, aufzupassen vor einer Möglichkeit, die besteht. Wach doch auf,
der du schläfst. Epheser, ihr seid wieder am Schlafen. Kommt doch da raus. Das will ich nicht. Das ist nicht das, was mir für euch vor Augen schwebt. Das Vergleichbare sehe ich bei Sardes. Sardes, du hast den Namen, dass du lebst und bist. Ich füge hinzu, in Wahrheit, in Wirklichkeit, du bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor Gott. Wiederum das gleiche Szenario. Hier ist eine tödliche Gefahr des Erschlafens, des Erschlaffens, des Nicht-Stark-Werdens, des immer schwächer-Werdens, desinteressierter. Oh, Gebet bedeutet mir auch nicht mehr das, was es mal früher bedeutet hat. Nein, ich suche den Herrn nicht mehr so interessiert. Es ist für mich alles so befremdend und so weit weg und ich verliere den Kontakt zu der geistlichen Realität, die hier und heute vor Augen steht. Und so kommt es, dass Sardes einen Namen hat. Einen Namen, der nicht übereinstimmt mit der Realität. Wiederum die Frage, ja, kann das denn bei Christen der Fall sein? Das sind doch absolute Wahrheitslieber, die haben doch den Geist der Wahrheit in sich. Wie kann das jemals sein? Oh, bitte, lass es doch nicht zu. Es ist eine Gefahr, die wird angesprochen. Da gibt es etwas, das sterben will. Was will denn bei einem Christen sterben? Der Eifer für den Herrn, die geistliche Fokussierung, die wird durch natürliches Denken und durch überlagerte Übergewichtung von Fokussierung auf zeitliche, irdische Dinge, wird leicht einmal, auch ganz besonders, durch eine Weltgesinntheit so zu denken wie die Welt, da kommt ein Einfluss, der das Geistliche verflauen lassen will und nicht mehr so, dass meine Werke völlig erfunden werden. Ganzherziges Bibellesen, ganzherziges Gebetsleben, Mitmenschlichkeit, Liebe zu Gott und meinen Nächsten. Nicht völlig. Was ist denn das wiederum? Das ist die Halbherzigkeit. Dieses das Wichtigste ist nicht das Wichtigste. Ich habe andere Prioritäten. Oh, das sind andere Dinge, die mich jetzt interessieren. Und so weicht der Christ. Und die Möglichkeit besteht. Da ist keiner ausgenommen, den das nicht vielleicht anfechten könnte. Die Möglichkeit, um derart abzudriften. Und hier wird es wieder und wieder angesprochen. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Ja, die eindeutige Gefahr besteht und es liegt an mir, geistlich gesund zu werden, nicht zu straucheln, nicht zu fallen, wie wenn ich gar nicht laufen könnte. Ich habe doch das Laufen durch Gottes Gnade erleben können. Ich bin frei geworden von meiner Sündenschuld. Er hat mir gezeigt, wie stark sein Geist mich wegbringt von fleischlich, menschlich, teuflisch, weltlichen Dingen, weggerissen, in einen Raum versetzt von Jesus Liebe. Und da waren meine Tritte sicher, richtig, auf der rechten Bahn. Und da waren meine Hände eifrig und meine Knie waren stark, den Lauf zu laufen, dem König aller Könige hinterher zu folgen, auf dem Kreuzesweg. Ja, das habe ich doch erlebt. Und nun bin ich dabei, lässig zu werden, müde zu werden, erschöpft. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, wo wir vom Schlafe aufwachen sollten. Denn jetzt ist unser Heil näher als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe.